Aber ich habe jetzt zwischendrin auch nicht alle gemacht, weil da kamen halt Viecher. Ey, ist hier schon wieder Viecher-Time. Irgendwie wird es hier wieder rot gerade. Ja, Fledermausland ist jetzt. Oh nein. Hier ist Fledermausland. Ich hoffe, dein Wohnmobil hat wenigstens Räder, verdammt. Das stimmt. Ach, doch, immer. Aber wir können hier nicht weiter. So. Wir können hier nicht weiter, das ist Fledermausland. Ja, da hast du recht und ich bin Fledermaus. Mann. Wie ist der Drogentrip, der ganze Film? Ich hatte auch diesen Film mit diesem, weißt du noch, der Hoden? Der Film mit der Hoden? Der Hoden? Was? Ja, mit dem Hoden. Dann möchtest du gerne Ersatz oder Prothese? Ja, der Meinung bin ich auch. Nee, da scheiße, das weiß auch? Ich nicht mehr. Irgendwas klingelt da, aber es ist so lange her. Ich weiß auch gar nicht mehr. Das haben wir, glaube ich, im Lohnstein mal bei euch da an der Straße noch geguckt. Das hast du da eine Prothese? Schon ewig her. Weil du bin ich auch. Da war irgendwas. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ja. Das war auch so ein. Ich weiß nicht, der Film kam, glaube ich, irgendwann nachts und wir waren auch schon völlig müde. Wir haben mit denen geguckt. Ich weiß auch gar nicht, wie der heißt. Der war auch endschlecht. Ja, und dann kommt der eine Typ irgendwie an und ist irgendwie bewusstlos und hat irgendwie. Ich weiß nicht, hat der Hodenkrebs oder irgendwas hat der halt. Und dann. Bringen sie den da hin und liefern den ab und der ist schon so halb betäubt. Ich weiß aber auch gar nicht mehr warum. Und dann entscheidet die Ärztin einfach dann, was gemacht wird. Fragt ihn noch so vorher, er sabbert einfach nur rum und dann, okay, wir machen das jetzt so und so. Ach ja, stimmt. Irgendwas war da. So ach, übelst Trash. Das war voll der Trash-Film, ja, safe. Geht doch nichts über einen guten alten Trash-Film. Ist so. Ich habe immer noch Sharknado nicht geguckt. Der steht auch noch aus. Alter, ja. Der ist so grottig. Das ist viel zu wild, wie schlecht der ist. Kommt mir noch so ein Bullshit. Legendary schlecht. Der ist echt legendary schlecht. Ist es denn wenigstens auch low budget? Wenn schon, denn schon. Ja, ja, auch. Wenn schlecht, dann richtig drauf gekackt. Erinnert mich an ne, diese mit dem, warum liegt hier Stroh rum? Hat er doch auch gesagt, wenn schon schlecht, dann richtig. Ja, safe. Das auch, deswegen ist es ja so ein Trash geworden. Ach, das ist doch auch alles scheißegal. So. Ey, was ist denn das hier mit der Secret Note? Ich hab noch, nice. Ich hab glaube ich einen Area. Dicken Stein gefunden. Die Area wird hier gerade overrun, das finde ich aber ziemlich gut. Ich muss ja Monster kleppen. Ich habe auch nicht eine Secret Note gefunden, keine Ahnung, was hier abgeht. Overrun? Hast du keine Treppe mitgenommen? Ich habe schon eine Treppe gebaut. Die eine war overrun, da habe ich eine Treppe gebaut. Nee, ich bin gerade bei 106. Ach so. Aber ich will ja Viecher töten, das ist ja super. Ach so, stimmt, okay. Wo ist der Fighting Skill? Die Squishies. Oh, kein Bock, Alter. Itchy und Squishy. Itchy und Squishy. Den Squishy Markt. Itchy und Squishy. Was soll das sein auch? Itchy und Pluto! So. Hier ist aber immer irgendwas mit Monstern. Ich habe jetzt schon wieder den roten Nebel. Der Flathermaus-Nebel. Kein Plan, was da abgeht. Und vorhin hatte ich nur Totenköpfe. Ah, jetzt kommt bei mir auch der rote Nebel, so du das gerade sagst. Gejinxed. Vielleicht bist du auch auf meinem Level? 97? Lava-Bed und erreichte ein Ziel zur Ausrottung von Monstern. Was? Hä? Ich hab, glaube ich, ein Lava-Bed. Also ich habe so viele von denen getötet, dass ich irgendwas erreicht habe. Muss ich, glaube ich, bei der Abenteuergilde gehen. Krass. Wir haben in der Abenteuergilde, genau, gibt es immer einen... Töte so und so viele davon. Ich hoffe, das zielt zusammen. Hab eine Secret Note. Immerhin auch, ne? Ich habe nicht eine einzige. Die erste. Gefunden. Die erste, maybe. Ich auch nicht.
Ja, die sind ganz häufig, man findet sie einfach. Ja, ein Scheiß sind die. Immer wenn man sie sucht halt, ne? Klassiker. Und Scheiß hat die Kleine. Also der erste Teil war auch gut und im zweiten wurde es dann so eine komische religiöse Kacke. Das war dann irgendwie komisch. Es gibt einen zweiten? Religiöse Kacke? Ja, es war ja so ein Zombie-Film. Ja. Da, wo dieses Haus unter Quarantäne gesetzt wird. Ja, Rack, genau. Also wir reden von Rack. Ich weiß nicht, ob du die kennst. War das ja so... Genau. Ah ja. Nee, kenn ich nicht. Oder original hieß er, glaube ich, Quarantäne oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es dann erst so Zombie-mäßig. Und im zweiten Teil oder so, oder in dem... In der Neuauflage so mit Dämonen oder wie, oder was jetzt, oder was? Was dann plötzlich mit Religion und Besessenheit und so. Und dann hängst du da so... Wieso wird das Franchise so gefickt? Oh Mann. Was ist denn das? Ein alter Zombie-Film geworden. Nein! Ach, Mensch, Religionsscheiße. Ich bin auf Jane. Oh, 2. Oh Gott, ich habe überhaupt nicht auf die Zeit geachtet. Ja, nicht weiter wild. Nicht weiter wilden. Wow. Ich komme mit Level 10. Ey, was habt ihr da ausgewählt? Desperado, Critical Strikes, Deadlier, oder? Das habe ich gemacht. Also, jeder Crit ist einfach tödlich. Das heißt also, du gehst nur auf Crit-Chance und dann musst du nicht mal deinen Crit-Schaden erhöhen, weil dein Crit-Schaden ist ja unendlich Schaden. Sozusagen. Das fand ich so OP, dass ich es gewählt habe. Was ist das andere? Aber auch das ist besser, oder? Als Cooldown on Special, das ist Acrobat. Cooldown on Special Moves cut in half. Ja, ich weiß nicht, ich finde das andere besser, oder? Was meinst du, Raymond? Du bist der erfahrene Zocker von uns. Ich denke auch, das ist. Desperado? Mit Instant Kill ist schon big, ne? Ja, glaube ich auch. Okay. Ich kann also, rein. Außerdem, nicht böse gemeint, aber ihr benutzt doch die Secondary von der Waffe Ini, oder? Stimmt. Das Blocken oder so. Nee. Ja. Ich schon wieder vergessen, dass überhaupt sich, geht. Stellt sich die Frage gar nicht. Argument. Stimmt. Okay. Alter, ich habe auch irgendein Holy Bait gekriegt, aber das ist, glaube ich, Schrott. Holy Bait? Alter. Crusader? Was ist das denn? Crusader. Ah, nee, das ist aber trotzdem schwach. Egal. Ja, ein anderes Blade gefunden, Holy Blade, aber das ist, glaube ich, das ist einfach squishy, das macht nur 20 Schaden oder so. Da sind wir schon lange weg von. Hier, Jane, ist die Secret Note. Oh ja, geil. Darf ich mal reinpfeffern, danke dir. Warum sind die Diamanten? Das ist wahrscheinlich keine 10, das ist ein bisschen unwahrscheinlich, aber mal schauen. Bitte, 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 bitte! Warum sind Diamanten im Kristallarium? Sollen wir da nicht lieber Dingens reinmachen? Jade? Was im Kristallarium? Was? Diamanten sind im Kristallarium. Da mache ich mal Jade rein, oder nicht? Nee, war noch nicht der richtige. Ja, klar. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja, weil da waren Diamanten drin. Ich habe mich gefragt, warum wir das gemacht haben, weil... Jade ist doch übel Gold für uns. Wie gesagt, keine Ahnung, warum da Diamanten drin sind. Ich möchte es aber trotzdem. Ist ein Wald schon her, ich kann es nicht mehr geben. Sag schon. Ja, einfach Druck machen. Ja, die sagst du nicht. Ich bin jetzt so. Übrigens ein Ritter, ne? Was? Ich bin jetzt ein Ritter. Nein, nein! Warum diesen Augen auch? Ja, was soll das? Untote Ritter. Stimmt. So. Scheiße, jetzt muss ich halt nochmal zu Ginger Island, ne? Da laufen ganz viele Rouse rum. Ginger Island. Ja. Gingerland. Oh, als ob ich so der einzige Ginger der Welt wäre. Wow, ich bin Sarara. Laufen da alle rum. So, und das hier nochmal. Und noch eine Runde direkt, oder was? Ja, können wir eigentlich, ne? Achso, jetzt war ich gleich bei den Tierchen. Ich muss leider einmal zu Ginger Island. Da gehe ich auch nochmal hin, wegen Dinos. Ob ein Dino geschlüpft ist, das muss ich gucken. Nee, ich gehe, glaube ich, trotzdem nur farmen. Ich will jetzt endlich weiter.
Water als Water. Neues Dino-Ei, sehr gut. Des Moines. Kaidon. Und hier ist auch nichts. Eine richtige Dino-Reihe. Sollen das sein? Richtige Dino-Reihe mit dem Dino-Ei. Werden Dinosaurier am Fließband produziert. Übelst der Jurassic Park auf einmal. So. Ja, ja, die Dinos sind alle eingeschlechtlich. Die können sich nicht vermehren. Okay. Und dann doch. Ja. Aber das Leben findet doch einen Weg. Diddling. So, ich gehe in die Mine. Ich will nichts sagen, aber es gibt Rassen, die können sich tatsächlich ohne Partner. Ja, darum geht's ja in Jurassic Park. Genau darum geht's ja. Sie haben doch die Tiere vermischt mit Das ist das Beach Luau, Leute. Wir müssen einmal zum Beach runter, bitte. Kann irgendjemand den Iridium-Käse mitnehmen? Rollen wir mal den Iridium-Käse mit, bitte. Mach ich. Aber auf jeden Fall, genau das, was du gerade sagtest, darum geht es ja bei Jurassic Park. Sie vermischen das doch mit Froschgen und es gibt so einen Frosch, der sein Geschlecht von männlich auf weiblich oder andersrum ändern kann, wenn es ein Geschlecht ist. Das ist nicht mehr. Ja, das gibt's wirklich. Ist nicht mal nötig, weil Komodo-Warane zum Beispiel, da hat das Weibchen XY-Chromosome. Also ich weiß nicht, ob es da auch XY sind, aber auf jeden Fall die beiden Chromosome. Und dadurch kann es sich selbst befruchten und fortpflanzen. Weil beide Teile auf einer auf der Seite sind. Ja, aber auf jeden Fall bei Jurassic Park ist der Plot, dass es eben so ein Frosch war, der sein Geschlecht ändern kann. Und da gab es ein Männchen und alle anderen waren Weibchen im Jurassic Park. Tja, dann konnten sie natürlich sich fortpflanzen. Also das war ja der Plot. Aber ja, alles fiktiv. Also schön wäre es, wenn das so ginge. Wann fängt Luau an? Ja, überhaupt mit Gene. Läuft, also müsstest jetzt runter zum Strand kommen. Gut. Du bist schon da, Janus? So. Alle gehen heute zum Okkilo. So frische Fische, Fische, Fische auf dem Okkilo. Oh, nice. Ich habe so ein Item mitgenommen. Oh. Ja, ist in Ordnung. Okay. Dann packe ich mal rein. Das drin, reicht. Ne? Ja. So, was habt ihr jetzt dabei? Ich habe irgendeinen Kram. Ich habe hier den Ziegenkäse mit Iridiumstern. In die Mischmaschsuppe. Ich habe ansonsten noch Ziegenkäse mit goldenem Stern dabei. Ach, kann ich gar nicht öffnen. Ich auch. Ja. Den habe ich auch schon. Drop ich den. Ich kann nicht droppen. Du musst auf die Leiter gehen, dann rechts klicken und dann machst du den da rein. Und dann Müll reinmachen. Ah ja. Mal. Richtigen Müll. Ey, gab's den nicht im Shop? Nee, hab ich nicht wieder selber aufgenommen? Warte mal. Ah, hier ist der Shop. Mhm. Das muss man irgendwie wieder auf. Nee, warte mal. Einmal rechtsklicken, einfach auf den goldenen Stern. Ah, okay, so rum. Okay, alles klar. Gut. Ja, also wär schon durch, ne? Ja. Übelst viel Käse reingemacht. Aber eigentlich geil, ne? Richtige Käserei. So ein Brei und ja, da ist so Käse reingemischt, ist schon geil. Es ist mal wieder Zeit für die Überraschungszeremonie. Ich vertraue darauf, dass ihr dieses Jahr alle qualitativ hochwertige Zutaten in den Topf geworfen habt. Wir wollen nicht, dass unser Gouverneur seinen Besuch im Tal bereut. Aber wie gefährlich wäre das denn, wenn man das wirklich machen würde? Da muss ja nur einer dabei sein, der da irgendwie Gift oder so reinmischt. Weißt du, was ich meine? Ist doch übel gefährlich. Ja, ja, schmeiß rein da. Nur mein Dorf ist, der mit Gift beimischt. Ja, aber kannst du ja nicht wissen. Also, Gouverneur, würden Sie uns auch einen Erfolg bekommen? Die Ehre erweisen, die Suppe zu probieren? Nee, aber vielleicht gleich. Noch nicht? Natürlich, ich habe mich schon das ganze Jahr darauf gefreut. Der hört gar nicht mehr auf zu essen, der Schlingel. Ja, yep, New Achievement. Neuer Erfolg, eine unvergessliche Suppe. Erfreue den Gouverneur. Ach du meine Güte, das ist die beste Suppe, die ich je probiert habe. Schling mich so, der Aris. Ja, recht. Sonst nicht so schling, habe ich gesagt. Wundervolle Arbeit, alle miteinander. Wer will mal probieren?
Weißt du noch die Story mit den Milky Ways, Raul? Ja, die waren so lecker. Das war doch das, ne? Genau die. Der Gouverneur hat nicht übertrieben. Diese Suppe ist nicht von dieser Welt. Zeit nach Hause zu gehen. So, und jetzt haben wir überall ein Herz gekriegt, meinst du? Ja, scheiße. Oh ja, tatsächlich. Warte mal, habt ihr beide euer Kind Lilly genannt? Ja. Ilaf und ich haben unser Kind Lilly genannt. Mhm. Stimmt. Ich kann die auch nur darunter erkennen, dass mein, also dass bei meiner Lilly ich schon zwei Herzen habe. Na gut. So, nochmal Iridium angeschmissen. Hier hinten ist auch alles Subi. Ich wünschte, man könnte sehen, wie viele PM noch fehlen. Aha. Ja. Das wäre geil. Was mache ich eigentlich mit dem Bait, den Fischköder? Zu den Muscheln? Und pack den einfach in die Fischtruhe, ja. Fisch- oder Muscheltruhe. Eigentlich brauchen wir eine extra Köderkiste, ne? Wenn es jetzt extra Köder gibt, verschiedenste Köder gibt. So, ich gehe mal kurz nach hier und schmeiß mich in eine Profe. Und ich würde außerdem noch mal ganz kurz auf Klo gehen, wenn es für euch okay ist. Nein. Na gut. Ausnahmsweise. Darf ich, ja? Okay, sehr gut. Dann bis gleich. Party zur Party. Beste Lied. Weiter geht's. Ruhe, Schuhe, jo. Und dann up in the mine. We need the sweet. Hold that beat, make it shine. Yes. Ich muss eigentlich immer noch zur Ginger Island. Das hat ja gestern leider nicht geklappt. Ja, das kannst du ja machen, weil zur normalen Mine, das schaffen wir ja auch alleine. Da brauchen wir deinen Support nicht so zwingend. Ja. Die andere habt ihr ja letztens auch geschafft, oder nicht? Ja, aber da bin ich nicht gerne dabei. Oh, neues Kochrezept, Sashimi, gebratene Aal. Die haben mir den Treppencheat genutzt. Salat, gebratene Pilze, weil ich jetzt überall zwei Sterne hab, ne? Kriege ich Rezepte rein. Sehr gut. Mhm. Geil! Um es mit Dems Worten zu sagen. Geil. So, dann gehe ich direkt zu den Dinos. Guck, ob da was nachgezüchtet werden kann. Oh, hier kann man ernten. Die Ernte ist ready auf unserem Feld, Raymond. Mhm, mach ich sofort. Oder ihr könnt. Ja, ich kann auch helfen. Könnt ihr auch machen für Skill. Genau, wie ist es bei dir, Janus, mit deinem Skill? Feldarbeit, hast du den schon voll? Feldarbeit, das erste. Farming, ja, 10. Haben wir alle 10, ja, glaube ich, voll. Ne? Ja, gut. Mhm. Gut, hier ist nix. Und hier ist ein bisschen was. Gut. Ja, dann Feldarbeit, wa? Machen wir das erstmal. Boah, Alter, das ist alles reif. Mhm. Ich fange mal von unten nach oben an. Und dann die in Wein umwandeln? Oder was ist damit der Plan, Raymond? Oder einfach so verkaufen, weil die so lange brauchen? Pack die einfach erstmal in die Kiste. Ich kriege ja eh mehr Geld, wenn ich die verkaufe. Dann können wir schauen, was wir damit machen. Richtig, da war ja was. Gut, dass du sagst. Ich hätte jetzt einfach weggeschmissen. Weggeschmissen auch. Shit. Ich hab einen Mülleimer geskillt, ich krieg Ressourcen zurück. Papierkorb leeren. Ist auch damit schön. Sind Sie sich sicher, den Papierkorb zu leeren? Ja. Ja. Weiter fertigstellen. Ja. Dann hast du noch die Chance, es doch noch zu retten. Nein. Wo war das nochmal mit dem letzten Dollar und dann wird er
in den Automaten gepackt und dann, nein, tu's nicht! Und dann hier in den Automaten und dann kommt er wieder raus, weil er einen Knick hatte und dann steckt er ihn nochmal rein. War das nicht Simpson? Ja, Mann. Ja. Dreist. Man hat doch gerade gesagt, tu's der nicht, dann einfach nochmal machen. So. Wie dreist kann man eigentlich sagen? Ja, das ist aber der Automatismus. Das ist einfach so drin. Dann kommt's wieder raus, ah ja, dann muss man's wieder reinmachen. Alter, das würde mich so aufregen, ne? Wenn ich es extra noch sage und dann jemand einfach trotzdem macht. Jetzt würde ich hinten am Band reden. Nicht berühren. Berühren. Ja. Heißt. Hilfst du bei der Feldarbeit, Janice, oder? Ja, quasi. Also ich mach da auch gleich mit. Ja, also bisher lasse ich dich noch ziemlich im Stich, aber... auch gleich so irgendwie hart wird. Ich hab noch andere Sachen gemacht. Was machst du denn hier? Einfach abernten? Ja, genau. Und dann in die Kiste packen, weil Jade, Raymond muss das verkaufen. Weil der hat ja den Skill. Na gut, dann go. Ja, ich bin hier unten schon fast. Also die komplette untere Teil ist schon weggefarmt. Ach, wir haben ja noch die Quarry, ne? Da können wir auch theoretisch nochmal abfarmen. Stimmt. Habt ihr Mining Skills schon full? Dann würde ich das machen einfach. Habe ich. Mach du das. Ja. Okay, dann gehe ich gleich zur Quarry. Adi-adi-ad. Adi-adi-adi-ad. Ading-ding-ding-ding-ding. Stimmt, den habe ich auch mal eingeblendet, ne? Ewigkeiten her. Bei der einen Folge hatte ich das, glaube ich, mal. Weil wir haben immer so viele Insider und ich habe immer das Gefühl, dass die Zuschauer übel nicht abgeholt sind. Sicher, wie ich sehen habe. Insider, die ja, nicht mehr schnallen. Das checkt man einfach nicht. Ja, wir sagen manchmal Insider einfach um des Insider-Willens, aber dabei wissen wir selber gar nicht mehr, wo die herkommen. Aber wir finden es trotzdem witzig. Hä? Das stimmt. So. Ja, das schafft trotzdem ein Wehgefühl. Ja, also das ist jetzt... Es muss kein Sinn dabei sein. Ja. Ist ja so. Genau. Und auch Spiegelneuronen. So, wenn du dich über irgendwas freust, ja. Und weißt du noch, dann freue ich mich automatisch mit, obwohl ich es überhaupt nicht mehr weiß. Einfach weil du dich freust. Ich habe keine Ahnung, erzähl doch mal. Ja, ja. Ich habe übrigens die Vorfreude, dabei habe ich gar keine Ahnung, was du erzählen willst. Lara einfach, ist mir scheißegal, ich freue mich. Ja, ich freue mich, weil du dich freust halt. Ja, ist doch entspannt. Ist doch günstig, da bist du auch günstig zufriedenzustellen. Ja, theoretisch schon. So, ich bin ready. Auf in the mine, wa?